So, die Folie habe ich mittlerweile mal runtergebiebelt. Reingeschaut noch nicht. Wir öffnen mal die Verpackung. Dieser Beipackzettel erwartet uns da. Schaumstoffabdeckung. Und hier drin liegt dann noch das Objekt. Ein wunderschönes titanfarbenes Armband für die Apple iWatch Ultra. Ich werde es dann auch gleich mal wechseln und euch das dann auch zeigen, wie das an der Uhr ausschaut. Ist noch mal eine Art Folie eingewickelt. Mal schauen, ob noch was dabei ist wegen Gliederkerzen. Ansonsten denke ich mal, steht das bestimmt dann hier in der Anleitung. Und die Weile hier dann noch nichts mehr dazu. Gut, ich werde es mal wechseln und dann schauen wir mal. So, das Armband ist gewechselt. Hier ist das schon leicht verschmutzt. Armband von da. Von vor. Okay. Also das, was dran war, und jetzt das Armband von Bluestein noch mit Folie versehen. Die entfernen wir gleich mal. Und das ergibt dann auch gleich wieder einen ganz anderen Look. Schauen, ob wir es gleich hinkriegen. Mit dem Verschluss. Okay. Nee, das ist doch nicht so einfach. Muss ich dann das Handy doch nochmal weglegen. So. Ich habe es jetzt da drin, aber es ist halt noch ziemlich groß. Ich muss halt wenigstens, denke ich mir mal, zwei Armglieder entfernen. So. Ich kann es schon so fast drüber ziehen. Dann werde ich mal noch die Kettenglieder kürzen. Mal schauen, wie das funktioniert. Habe ich auch noch nicht gemacht. Okay. So viel zum neuen Armband von Bluestein. Das Teil. Dann macht's gut, bis zu einem meiner nächsten Videos. Tschüss.
Tschüss.